Willkommen zu einem neuen Klassiker. Heute möchte ich mit euch über Harvest Moon Back to Nature sprechen, einem Spiel, was mich sehr viele Stunden in meiner Kindheit begleitet hat. Alles beginnt damit, dass man sich dazu entscheidet, die Farm seines verstorbenen Großvaters zu übernehmen und Mineralstadt aufzusuchen, die Stadt, in der dein Großvater gelebt hatte. Auf der Farm selbst bemerkt man, dass die Farm schon einiges runtergekommen ist und Bürgermeister Thomas spricht davon, sich zu freuen, dich zu sehen, nach so langer Zeit. Man erinnert sich daran, wie es war, als man als Kind seinen Großvater auf der Farm besucht hatte. Es waren fröhliche Erinnerungen. Er hatte zwar nie viel Zeit für dich, dennoch warst du nie einsam. Man spielte mit den Kühen, ritt auf Pferden, wurde von den Hühnern gejagt, wo man selber schuld war. War am Strand. Man langweilte sich oder spielte mit dem Hund und machte Bergwandertouren auf dem nahegelegenen Mutterhügel. Dort übrigens lernte man ein Mädchen kennen. Ihren Namen weißt du nicht mehr, doch du erinnerst dich an die kurze gemeinsame Zeit mit ihr und versprichst ihr, wiederzukommen, was du auch getan hast. Und nun beginnt der Ernst des Lebens. Du lernst die Dorfbewohner kennen, erkundest die Umgebung, die vielfältig ist. Neben der Stadt gibt es einen Strand, einen Berg und sogar eine Mine. Gerüchte besagen, dass es im Winter sogar eine zweite Mine geben würde. Die ersten Tage als Bauer beginnen damit, dein Feld zu pflügen, Rüben zu pflanzen und zuzusehen, wie deine Früchte wachsen, bevor sie geerntet werden. Das Spiel bietet allerlei Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Zu einem ist dann natürlich dein Hof. Neben der Feldarbeit kannst du dich um Tiere kümmern, wenn du das passende Budget dafür hast. Doch dann stehen die Kühe, Schafe und Hühner zur Verfügung und vielleicht sogar ein Pferd, wenn du ganz viel Glück hast. Du kannst dich auch mit den Dorfbewohnern anfreunden und sogar die Liebe deines Lebens finden. Vielleicht ist unter den 5 Heiratskandidatinnen sogar das Mädchen aus deiner Kindheit. Das allerdings musst du alleine herausfinden, denn du hast die Wahl zwischen Popuri, Anne, Karen, Mary und auch Ellie. Vielleicht ist eine von denen diejenige aus deiner Kindheit. Natürlich werden auch Feste in Mineralstadt gefeiert und davon gar nicht so wenige. Eines meiner Liebsten war immer das Tomatenfest im Sommer gewesen. Der Preis, den man gewinnt, ist vielleicht nicht hoch, aber der Spaß damals war unbezahlbar. Und wenn man keine Lust auf die Dorfbewohner hat, kann man in die Berge gehen, Blumen und andere Dinge sammeln, Holz hacken und dein Haus oder deine Ställe ausbauen. Und wenn du wagemutiger bist und genug zu essen dabei hast, kannst du dich in die Mine wagen, um Erze zu schürfen, womit du wiederum deine Werkzeuge verbessern kannst. Vielleicht findet sich darin auch Material für andere Dinge, doch das verrate ich euch nicht. Nur eines möchte ich noch erwähnen. Der Bürgermeister gibt euch 3 Jahre Zeit, um sich in diesem Spiel zu bewähren. Schaffst du es nicht, musst du gehen. Schaffst du es, wirst du von allem im Dorf akzeptiert. Ein winziger Spoiler dahingehend. Das Spiel ist sehr leicht schaffbar, wenn man erstmal weiß, was man zu tun hat. Also sollte man sich keine Gedanken machen, ob das Spiel zu schwer sein würde. Bisher habe ich noch niemanden erlebt, der nicht die 3 Jahre geschafft hatte. Und noch eine kleine Anekdote. In der ersten Fassung dieses Spieles gab es einen Hochzeitsbug, sodass das Spiel danach nicht mehr weiterging. Aber das ist schon lange behoben. Mich würde interessieren, wer von euch selbst hat Harvest Moon Back to Nature gespielt und was haltet ihr davon? Ich muss gestehen, dass ich vor allem die Charaktere in diesem Spiel mag. Da wäre zu einem Popuri, das Hühnermädchen, sehr launisch und sehr kindlich im Denken. Aber auch das hat seinen Charme. Und dann wäre da Rick, ihr Bruder, den ich einfach mag für das, was er ist. Denn ich glaube, wenn man jüngere Geschwister hat, möchte man sie beschützen, egal wie alt sie sind. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Der Casanova Kai ist einer meiner Lieblinge. Leider taucht er nur im Sommer auf.
aber es lohnt sich, Freundschaft mit ihm zu schließen. Es gab überraschende Events mit ihm, womit ich nicht gerechnet hatte, aber gerade deswegen ist dieser Charakter mir ans Herz gewachsen. Und da wäre noch Pater Carter, wohl mitunter mein Lieblingscharakter. Alleine, was er manchmal so von sich gibt, erinnert mich daran, dass ich mit Harvest Moon viele schöne Erinnerungen teile. Und sei es nicht nur das Spiel, sondern auch dieser Charakter an sich, aber das ist eine andere Geschichte. Außerdem möchte ich erwähnen, dass man auch tragische Hintergrundgeschichten erfahren kann über einige Charaktere. Da wäre zum Beispiel die Sache mit der Winzerei Aya, oder mit Cliff, oder mit Barney. Manche Ereignisse passieren auch erst mit den Jahren. Es gibt viel zu entdecken in diesem Spiel, aber man braucht auch viel Zeit dafür. Und das war es auch schon. Ich wollte nur einen kleinen Einblick in eines meiner Lieblingsspiele geben. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye bye!